Nur knapp 9000 Zuschauer in der Lanxess Arena. Kölner Haie gegen Iserlohn Roosters. Eins der großen Derbys in der DL. Corey Crewson und seine Haie gut in die Saison gekommen. Jari Paasanen und die Iserlohn Roosters haben Probleme beim Torabschluss. Rein in die Partie mit den Gastgebern in Rot. Halle umgebaut nach einem Metallica-Konzert. Und auch bei dem achtfachen deutschen Meister bei den Haien gab's was auf die Ohren für Iserlohn. Sechste Spielminute, die Führung. Mulock und dann die Frage, war Uvira noch dran? Lange auch Verwirrung. Stadionsprecher nannte TJ Mulock. Hier sehen wir aber Uvira mit seinem ersten Saisontreffer durch die Hosenträger von Damm. Viele Strafzeiten, viel Hektik, wenig Spielfluss, aber spannend und interessant war's. Da die erste Chance für die Gäste in Überzahl, 14% nur am ersten Wochenende. Und hier sehen wir die tolle Parade von Wesslau. Corey Clouston musste seine Mannschaft einstellen, die viele Strafzeiten zu überstehen hatte. Iserlohn dann profitierte von einem Wechselfehler. Komms und wieder Wesslau, der lange stehen bleibt. Bei der Auswärtsniederlage in Nürnberg gab es 60 Schüsse für die Roosters, aber nur einen Treffer. Gegenseite mit Gogula, der hat einen Superlauf. An 7 der ersten 10 Treffer beteiligt. Damm bleibt lange stehen, fast eine Penalty-Situation. Und im zweiten Drittel wurde die Partie noch ausgeglichener. Unter der Woche gab es Ärger in Iserlohn, das Eis sei zu weich. Übermäßige Belastung auch beim Training. Und das 2:0. Hankowski, nachdem Damm zunächst abwehrt, Schütz bringt ihn eigentlich nur noch aufs Tor. Aber die Verteidigung der Roosters da auch etwas zu unaufmerksam. Erster Saisontreffer für Hankowski, der in der Folge auch befreit aufspielte. Und dann die Galashow des Sean Lalonde. Der schussstärkste Spieler der DEL. 162 Stundenkilometer zuletzt bei den Skills. Und hier mit ganz feiner Klinge für Damm nicht zu sehen. Iserlohn kämpfte aufopferungsvoll, aber die Haie machten die Treffer. Viel Verletzungsprobleme bei Iserlohn. Jari Paasanen musste auf Christopher Fischer verzichten, auf Boris Blank. Das ist natürlich viel Qualität, die fehlt. Rein in den Schlussabschnitt. Iserlohn stellte um, Friedrich in der Verteidigung. Und, wie heißt es immer, jede Scheibe aufs Tor ist eine gute Scheibe. Die stand auf dem Eis, flatterte deshalb. Hier sehen wir es genau. Wesslau sieht nichts, viel zu viel Verkehr. Und der schlägt genau oben ein. Iserlohn hatte Energie, glaubte jetzt wieder an die Chance. Dann Latta, bleibt stehen bei Damm. Und Bannockson kommt von hinten und dann geht's richtig auf die Glocke. Metallica zwei Tage in der Halle, zwischendurch rocken die Haie. Der Iserlohner oben und der Linesman beendet dann diesen Kampf. Aber die Roosters glaubten an ihre Chance. Abgefälscht. Wesslau weiß nicht, wo die Scheibe ist. Und dann Kai Hospelt gegen Brown im Stile eines Top-Verteidigers. Räumt auf, es gab den Videobeweis. Aber ganz klar, diese Scheibe am Pfosten, aber nicht über der Linie. Dann lief die Zeit davon. Und Chuck aus der Drehung mit dem 4:1. Paasanen hatte zwei Minuten vor dem Ende den Torhüter herausgenommen. Und dann sehen wir hier mit viel Auge 4:1. Letztlich verdient, aber ein bisschen zu hoch. Ja, ich glaube, dass wir eigentlich sehr gut ins Spiel gekommen sind. Hatten heute super Powerplay. Ja, dann nach dem zweiten Drittel hat man ein bisschen Probleme gehabt. Das war eigentlich klar, dass Iserlohn natürlich viel Druck machen will. Die waren 3:0 hinten. Und wir haben uns ein bisschen, wie soll ich sagen, glaube ich, ein bisschen so gemütlich gefühlt. Viele, ja, ein bisschen kleine Turnovers gemacht und dann ist es am Schluss noch ein bisschen eng geworden. Aber ich glaube, dann ganz am Schluss haben wir es doch wieder gut über die Runde gebracht. Ja, ist bitter. Mit einem Tor
Wenn man nur ein Tor schießt, kann man keine Spiele gewinnen. Wir müssen einfach schauen, dass wir viel mehr Verkehr vom gegnerischen Torwart machen, viel mehr Scheiben dahin bringen. So wie jetzt bei meinem glücklichen Tor. Ich habe auch nichts anderes gemacht, einfach die Scheibe aufs Tor geworfen. Und so fallen oft die Tore im Eishockey. Ja, wir hatten zwar einen starken Torwart gegenüber mit Wessler, der hat uns das Leben heute schwer gemacht, aber dennoch müssen wir versuchen, mehr als ein Tor pro Spiel zu schießen. Erst der dritte Spieltag, aber Tendenzen sind zu erkennen. Die Haie kommen klasse in die Saison, dritter Sieg. Und Iserlohn hat langsam ein Kopfproblem. Denn in jedem der drei bisherigen Spiele gab es nur einen einzigen eigenen Treffer.